Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch mal die neuen Aufgaben aus der Woche 4. Ich zeige euch ja wie gewohnt die wöchentlichen Aufgaben früher, das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke, dann kriegt ihr jedes Video mit. Und jetzt würde ich sagen, fange ich mal direkt mit den neuen Aufgaben an. Und die erste Aufgabe aus der Woche 4 lautet hier, benutze eine Taschenfestung oder eine Taschenburg in verschiedenen Matches. Ja, und die Aufgabe ist eigentlich selbsterklärend, wir müssen einfach eine Taschenfestung oder eine Taschenburg benutzen und das in 5 verschiedenen Matches. Die Aufgabe gibt dann 5 Sterne und sollte eigentlich ganz einfach sein. Die nächste Aufgabe lautet hier, durchsuche eine Munitionskiste an verschieden benannten Orten. Und da müssen wir halt an 7 verschiedenen Orten eine Munitionskiste durchsuchen. Und das ist eigentlich auch komplett einfach. Das lässt sich auch mit der Zeit ganz einfach machen. Da muss man gar nicht viel zu sagen. Jetzt kommen wir aber zu einer neuen Aufgabe. Die Aufgabe sollte eigentlich in der 3. Woche da sein. Jetzt ist es aber in der 4. Woche hier. Und zwar klingel in verschiedenen Matches bei einem Haus, in dem ein Gegner ist. Und jetzt in dem neuen Update kam ja diese Klingel endlich ins Spiel. Das heißt, man kann jetzt bei verschiedenen Orten diese Klingel an den Häusern sehen. Und da müssen wir halt insgesamt 3-mal draufdrücken. Und das halt in verschiedenen Matches und es muss jeweils ein Gegner in dem Haus sein und diese Aufgabe ist halt etwas schwierig, dafür gibt es aber dann auch 10 Sterne. Und das waren dann schon die ersten 3 Aufgaben aus dem kostenlosen Battle Pass. Die nächsten Aufgaben sind ja aus dem richtigen Battle Pass und hierbei lautet die erste Aufgabe, lande bei Greasy Grove. Und das ist hier eine Phasenaufgabe, das heißt, wir müssen zuerst bei Greasy Grove landen und dann bei anderen Orten. Das steht dann natürlich immer da, wenn man halt diese Aufgabe abgeschlossen hat. Und dann ist hier die nächste Aufgabe, tanze auf der Spitze eines Uhrenturms und da müssen wir halt auf einem Uhrenturm tanzen und momentan gibt es ja auch nur einen und zwar in Tilted Towers. Eigentlich sollten ja mehrere ins Spiel kommen, aber es gibt momentan immer noch diesen einen nur und der ist halt bei Tilted Towers. Das heißt, landet einfach auf den Uhrenturm von Tilted Towers und tanzt da einfach ganz kurz und dann ist die Aufgabe ganz einfach erledigt. Die nächste Aufgabe ist hier, erziele mindestens 3 Punkte bei verschiedenen Schießständen und auch diese Aufgabe sollte eigentlich letzte Woche da sein. Das wurde alles auf diese Woche verschoben und ja, wie die Aufgabe schon sagt, wir müssen halt einfach bei Schießständen 3 Punkte erzielen und das insgesamt halt 5-mal. Was für Stände das sein werden wir dann am Donnerstag natürlich sehen. Aber ich denke mir, auch die Aufgabe sollte eigentlich nicht so schwer sein. Trotzdem gibt die Aufgabe dann 10 Battle Pass Sterne. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Aufgabe und zwar eliminiere Gegner bei einem der verfluchten Gebiete. Und dort müssen wir insgesamt 3 Gegner eliminieren und das halt bei den verfluchten Gebieten. Wo diese verfluchten Gebiete sind, dürfte eigentlich jeder wissen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Falls ihr es nicht wisst, könnt ihr euch das natürlich anschauen. Und dort müsst ihr einfach Gegner eliminieren. Und auch das ist eigentlich relativ einfach. Und ja, ich finde diese Woche ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Und auf jeden Fall waren das jetzt dann die neuen Aufgaben aus der Woche 4. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos zu der Season 6 verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.